Ist der Shitstorm schon vorbei? Kann ich jetzt rauskommen und auch meine Review machen? Okay. Kann ich kurz sagen, dass ich so nervös bin wegen dieses Videos, dass ich, um nicht anfangen zu müssen, mir sogar meine Haare gemacht habe. Das passiert heutzutage nicht mal mehr, wenn ich ausgehe normalerweise. Also, ich realisiere außerdem gerade, dass dieses Video unfassbar lang wird. Get yourself some tea, get yourself a snack, sit down, relax. The tea will be served. Hey Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich filme dieses Intro gerade zum dritten Mal, weil ich wirklich so nervös bin, wie ich das, glaube ich, das letzte Mal war, als ich mein erstes Video hier auf YouTube hochgeladen habe. Heute geht es um ein etwas schwieriges Thema. Ihr habt es im Titel schon gesehen, es geht um Hatice und also Hatice Schmidt und ihre neue Marke Hatice Schmidt Labs. Darum gab es ja einen ziemlich crazy Shitstorm in ihre Richtung und ich möchte heute nicht nur die beiden Paletten ausprobieren, sondern ich möchte auch darüber reden, wie man Kritik anbringt, was da so passiert ist, wie meine Sicht auf die Dinge ist und deswegen will ich gleich einen richtig, richtig fetten Disclaimer in dieses Video hauen. Als allererstes möchte ich euch aber einmal die Paletten nochmal so zeigen. Ihr habt sie ja schon gesehen. Und ein richtig fettes Danke an Julina aussprechen, die so lieb ist, mir die beiden Paletten ausgeliehen hat, damit ich auch eine Review für euch machen kann. Dankeschön, mein Schatz. Das ist sehr süß von dir. Wie fange ich das am besten an? Als allererstes, ich habe Hatice persönlich zweimal bisher getroffen. Einmal auf der Glow, auf der ich war 2008. Der Hochzeit von Julina durfte ich sie und ihren Mann Sebastian dann auch nochmal kennenlernen. Deswegen, weil ich Hatice auch persönlich kennengelernt habe und sie sehr sympathisch fand in der Zeit, wo wir uns unterhalten haben, auch wenn das nicht besonders super lange war, möchte ich als Disclaimer sagen, ich habe sie kennengelernt, ich finde sie sympathisch und auch selbst wenn ich ehrlich sein möchte in dieser Review und auch ehrlich sein werde, wird das ein Stück weit auch meine Review beeinflussen. Zu behaupten, dass ich mich davon losmachen könnte, wäre meinerseits einfach falsch. Ich glaube, das wäre straight up gelogen. Das ist ungefähr genauso, könnt ihr euch so vorstellen, wie würdet ihr ein Referat zum Beispiel von einem Klassenkameraden oder von einem Kommilitonen oder einem Berufskollegen oder sonst wem beurteilen, den ihr kennt und den ihr sympathisch findet, versus jemanden, den ihr gar nicht kennt. Da wärt ihr halt definitiv neutraler in der Meinung. Das wird auf jeden Fall dazukommen. Das wollte ich nur am Anfang gleich sagen. Und außerdem finde ich, dass Ehrlichkeit zwar wichtig ist, aber Kritik hat meiner Meinung nach nichts mit Beleidigungen oder Häme zu tun. Und damit kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Und zwar geht es darum, welche Kritik an Hatice sozusagen gerichtet worden ist in verschiedenen anderen Reviews. Normalerweise gucke ich keine Reviews, bevor ich nicht selber die Produkte ausprobiert habe, damit ich nicht so beeinflusst bin davon. Aber da ich wusste, ich kriege die Paletten sowieso ein bisschen später und dann halt auch gar nicht drum herum gekommen bin, auch viele von euch als Zuschauern mir Links geschickt haben zu Reviews von anderen YouTubern und YouTuberinnen, war es für mich einfach wichtig, da mal reinzugucken. Ich fand zum Beispiel sehr gut die Review von Fräulein T. Ihren Kanal und ihr Video werde ich unten verlinken, weil sie auf eine sehr unaufgeregte Art und Weise die Kritik sehr objektiv angebracht hat. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Seitdem abonniere ich auch ihren Kanal. Als allererstes ein Grund für mich auch, warum ich die Paletten selber nicht gekauft habe, ist der Preis. Mit, ich glaube, 54,95, also 55 Euro pro Palette und 104 Euro für ein Bundle, auch wenn das versandkostenfrei dann war, für mich auf jeden Fall ein Grund, die Paletten nicht zu kaufen. Einfach aus dem Grund, weil dieser Launch sehr unerwartet kam. Das ist ein zweiter Kritikpunkt, der da gegeben wurde, dass sie sozusagen keine Vorlaufzeit gegeben hat. Aber es ist einfach eine Sache, wo ich sage, ich kann das verstehen. Ich hätte auch gerne Geld zur Seite gelegt. Aber ich glaube, selbst wenn ich Geld zur Seite gelegt hätte, also die Vorlaufzeit gehabt, wie realistisch ist es, dass ich das Geld ausgegeben hätte für eine Marke, die ich nicht kenne? Ich weiß, Hatice steht mit ihrem Namen für Qualität und ich hoffe auch, dass diese Paletten super sind. Ich habe gemischte Reviews darüber gehört. Ich denke, das wird sich auch beeinflusst lassen haben von dem Preis. Es haben viele andere schon darüber gesprochen, dass es sehr, sehr teuer ist, eine eigene Marke auf den Markt zu bringen und dass es auch sehr schwierig ist, finanziell zu gucken, wo die Preise liegen sollen, wenn man eine extrem hohe Qualität haben möchte, gleichzeitig aber auch für seine Zuschauer natürlich einen Preis raushauen möchte, der die eben nicht finanziell überlastet oder wo die Leute sagen, okay, da springe ich ab. Denn das dürft ihr nicht vergessen, natürlich sind diese Produkte gemacht, um gekauft zu werden.
Genau dafür sind die da. Und Hatti hat sicherlich das Beste getan, um diese Preise so niedrig wie möglich zu halten. Da sicherlich auch länger drüber diskutiert und nachgedacht, bevor sie sich dazu durchgerungen hat, diese Preise tatsächlich auch zu nehmen. Nichtsdestotrotz kann ich die Kritik verstehen, dass man sagt, dieser Preis ist mir zu hoch, das möchte ich nicht kaufen. So geht es mir auch. Ich werde jetzt schauen, je nachdem, wie die Paletten auf den Augen performen und für mich funktionieren, ob ich sie mir eventuell noch nachkaufe. Was ich sehr cool finde an den Paletten ist, dass sie, ich finde, sehr ausgefallene Farben haben. Also vor allen Dingen wird ja heutzutage immer wieder verlangt, dass Paletten ausgefallene Farben haben sollen. Gerade die hier ist natürlich extrem cool. Und gleichzeitig sagen die Leute dann, ja, aber wofür soll ich das benutzen? Die Sache ist, sie hat damit was gemacht, was mutig ist. Sie ist nicht zuerst mit irgendeiner boring Nude-Palette rausgekommen oder Warm Neutral Browns oder was auch immer, sondern hat halt direkt Hattie-Style rausgeklatscht. Und ich finde, das ist etwas, dafür muss man sie auch respektieren. Generell als kleiner Disclaimer an alle, die hier kommentieren möchten, möchte ich auch direkt sagen, ich respektiere Hattie und ich finde sie sehr sympathisch. Von dem, wie ich sie persönlich kennengelernt habe, als auch dem, wie sie sich hier auf YouTube gibt. Wenn ich Beleidigungen in meinen Kommentaren finden sollte, was ich nicht hoffe und wo ich auch ziemlich fest dran glaube, weil meine kleine Community sehr respektvoll miteinander umgeht und auch mit anderen Creatern als auch mit mir, dann werde ich zum ersten Mal meine Kommentare durchschauen, um Kommentare gegebenenfalls zu löschen. Das mache ich normalerweise nicht, weil ich finde, dass Kritik angebracht ist. Kritik aber und Beleidigung sind aber zwei verschiedene Dinge. Deswegen möchte ich euch bitten, wenn ihr Kritik habt, dann äußert sie respektvoll, genauso wie ihr Kritik euch gegenüber respektvoll geäußert haben möchtet. Ich werde es nicht zulassen, dass eine Person, die ich mag und respektiere, hier in den Kommentaren beleidigt wird. Ich finde das einfach ein Grundsatz, der sollte stehen. Es wurde weiterhin auch kritisiert, dass die Paletten limitiert sind und dass damit gegebenenfalls künstlich die Nachfrage gesteigert werden sollte. Ob das der Fall ist, das weiß ich nicht. Ich kann dazu nur sagen, es ist natürlich eine immense Investition finanziell, so eine Firma aufzustellen. Und wenn man seinen ersten Launch raushaut, kann ich mir halt einfach vorstellen, dass es einfach auch sehr wichtig ist, dass die Produkte verkauft werden, damit man das Geld, was da wieder reinkommt, in weitere Launches stecken. Neue Formulierung von Sachen oder Verbesserung von Packaging oder was weiß ich, wofür man das ausgeben möchte, kann ich mir gut vorstellen, dass diese Limitation da extrem gepusht worden ist. Also, dass das einer der Gründe war. Trotzdem finde ich schade, weil das auch mit reinspielt in dieses generelle Gefühl von, ich muss das kaufen und ich muss es jetzt kaufen, weil es wird das nie wieder geben. Zum jetzigen Zeitpunkt ist, wenn ich mich nicht alles täuscht, tatsächlich die Paletten noch auf ihrer Seite erhältlich. Das heißt, ausverkauft ist es noch nicht. Ihr habt also die Möglichkeit, die Paletten noch zu kaufen, wenn ihr das möchtet. Und ich fände es tatsächlich auch sehr schade, wenn sie nicht wieder aufgelegt würden, weil ich davon ausgehe, dass sie gut performen werden. Das werden wir gleich sehen. Und ja, dementsprechend vielen Menschen auch Freude machen könnten. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der mir ein bisschen aufgestoßen ist, sehr kontrovers diskutiert worden ist, wofür Hattie sich auch schon entschuldigt hat. Das möchte ich an dieser Stelle anmerken. Und ich glaube auch von dem, wie ich sie kennengelernt habe, dass sie das 100% ehrlich meinte und dass das wirklich aus Zeitnot eine wirklich dumme Entscheidung war. Und zwar geht es um das Photoshoppen der Hauttöne. Das ist etwas, das geht gar nicht, gerade jetzt, 2020 nicht. Es gibt genügend dunkle Models, die man fragen kann, ob sie für einen die Swatches mitmachen und so weiter und so fort. Also es hätte so viele Möglichkeiten gegeben, das anders zu machen. Diesen Fehler hat sie aber auch eingesehen. Ich möchte das trotzdem nur auf jeden Fall noch einmal erwähnt haben, weil ich finde, dass das ein Ausrutscher ist, der darf auch einer neuen Brand nicht passieren. Und Hattie ist ein wirklich alter Hase in diesem Make-up-Game und im YouTube-Game und hat sicherlich den ein oder anderen Skandal von anderen Marken mitbekommen, dass man denken würde, dass ihnen so ein Fehler nicht unterläuft. Swatches werde ich übrigens nicht machen, das haben andere Leute schon zu Genüge getan. Und ich muss ehrlich sagen, Swatches sagen mir nicht besonders viel darüber aus, wie das auf den Augen performt. Ich finde, man sollte es einfach auftragen und gucken, ob man damit umgehen kann. Für Swatches auch bei Fräulein T im Video zum Beispiel und auch zum Packaging dieser beiden Paletten. Ich finde das Packaging sehr hübsch, also mir gefällt das Design extrem gut. Ich finde es auch gut, dass es nicht in Plastik ist, auch wenn ich mir denke, dass sie dann etwas langlebiger wären. Und was ein bisschen doof ist, ist, ich habe hier zum Beispiel versucht, einen Make-up-Fleck abzuwischen, der von Julinas Finger hier, glaube ich, noch drauf geblieben ist. Und dabei ist ein bisschen die Farbe abgegangen. Sorry, Julina, by the way. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich mir denke,
das sollte definitiv hochwertiger sein. Es sieht hochwertig aus und es fühlt sich auch gut an. Und was halt auch schön ist, ist, dass die sehr travel-friendly sind. Auch wenn ich sagen muss, wenn ich verreisen würde und ich nicht gerade Hatice Schmidt bin, wüsste ich zum Beispiel, dass ich diese Palette nicht ne mitnehmen würde. Einfach weil ich damit keine Everyday-Looks für mich sozusagen rausholen könnte. Ihr Mann wurde außerdem dafür kritisiert, dass er gesagt hat, dass das die beste Qualität ist, die es auf dem Markt gibt. Dazu muss ich sagen, würde meine Freundin, meine Frau, mein Mann, mein Freund, wie auch immer, selber eine Marke rausbringen und so viel Zeit, Liebe, Geld, Energie in so ein Projekt stecken. Ich würde auch sagen, dass es das Beste auf der Welt ist. Verstehe aber auch, dass Leute das anmaßend finden. Was ich nicht verstehe, ist, dass Leute dann anfangen zu sagen, anstatt zum Beispiel konstruktiv zu kritisieren, dass sie finden, dass es bessere Qualität gibt, was ja völlig in Ordnung ist. Das darf ja auch so sein. Dass sie anfangen zu sagen, wie Hattie ist größenwahnsinnig geworden und so weiter und so fort. Daraufhin, wegen dieser Kommentare und wegen Beleidigungen, die unter anderem abgegeben wurden, sind von ihrer Seite zum Beispiel auch Kommentare gelöscht worden. Das ist etwas, das kann ich nachvollziehen, wenn ich mir vorstelle, dass ich so beleidigt würde oder so einen Shitstorm bekäme, dann muss man sich, glaube ich, auch einfach ein Stück weit schützen. Ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden, wie er oder sie das für sich handhaben möchte mit dem Kommentare löschen. Ich mache das normalerweise nicht, brauche ich auch nicht zum Glück. Es ist nämlich auch mir gegenüber als Creator ziemlich respektlos, wenn man bei einer guten Review oder auch bei einer negativen Review zum Beispiel, das habe ich bei Luisa in den Kommentaren gesehen, als Lügner abgestempelt wird. Das finde ich extrem übergriffig, grenzüberschreitend und das ist für mich generell anmaßendes Verhalten. Aber ich glaube an euch, ich weiß, meine kleine Kati-Community ist auf jeden Fall sehr nett, was das angeht. Wow, jetzt habe ich glaube, 20 Minuten über die Kritik an Hattie und an den Paletten gesprochen und habe noch nicht ein kleines bisschen Make-up im Gesicht. Naja, gut, okay, bis auf die komplette Base. Aber kein bisschen Lidschatten auf den Augen. Und das wollen wir jetzt endlich anfangen, denn darum geht es ja im Endeffekt. Wie finde ich die Paletten? Wie funktionieren sie bei mir auf den Augen? Wie performen die Lidschatten? Ich bin sehr, sehr gespannt. Und ja, hoffe, ihr versteht, warum ich dieses lange Intro erstmal gemacht habe. Und ihr könnt mir dazu natürlich super gerne eure Gedanken auch in die Kommentare schreiben. Ich möchte mich sehr, sehr gerne darüber austauschen, wie ihr das empfindet, was eure Gedanken dazu waren, wie das mittlerweile aussieht bei euch. Denn das möchte ich auch noch einmal hinzufügen. Dadurch, dass ich jetzt so spät dran bin mit meiner Review, habe ich den extrem großen Vorteil, dass ich ganz entspannt diese Review machen kann. Denn bei YouTube geht es immer darum, möglichst der oder die Schnellste zu sein. Immer die Klicks abzugreifen, Reviews rauszuhauen, bevor andere Leute das tun, weil das alles Geld ist im Endeffekt. Jeder Klick ist im Endeffekt Geld, das reinkommt. Und neue Produkte sind halt das beste Mittel für Clickbait, also die Leute dazu zu bekommen, zu klicken tatsächlich und damit auch Geld zu verdienen. Und das ist etwas, wo ich gerade nochmal drüber nachgedacht habe, das glaube ich auch das so ausmacht, dass man gar nicht so eine ausführliche Review machen kann, wie man vielleicht gerne möchte, indem man die Paletten erstmal swatcht, erstmal ausprobiert, drei, vier, fünf verschiedene Looks macht an verschiedenen Tagen, guckt, was gefällt mir nicht, Pro- und Kontra-Sachen aufschreibt. Dazu haben YouTuber gar keine Zeit. Und dann werden Reviews gerusht und es werden halt sehr positive oder sehr negative Sachen gesagt oder beides, weil man gar keine Zeit hatte, sich wirklich mit dem Produkt auseinanderzusetzen. Und das ist etwas, das die Konsumenten unter anderem auch pushen durch ihr Verhalten. Das darf man nicht vergessen. Also das ist nicht nur, weil die YouTuber sagen, ja, ist mir egal, ich mache jetzt wischiwaschi irgendwie eine Review dazu, sondern genau aus dem Punkt, weil Zeit ist Geld. Wisst ihr, was ich meine? Also ich habe immer so das Gefühl, dass ich dadurch, dass ich ein bisschen weiter hinten dran bin, den Vorteil habe, mir Zeit zu lassen für die Review. Ich konnte jetzt mir die anderen Reviews angucken, ich konnte mir die Kritik anhören, ich konnte die Punkte aufschreiben, ich hatte Zeit darüber nachzudenken, wie ich mich dazu fühle und was ich dazu sagen möchte. Und das ist ein extrem großer Vorteil in dem Sinne, dass ich eine sehr entspannte Review machen kann, ohne den Druck, die Klicks abzugreifen, obwohl ich die natürlich auch gern hätte. Also like, share and subscribe, comment, you know? Und das möchte ich einfach nochmal erwähnt haben, dass dieser Druck, alles möglichst schnell zu produzieren, halt auch dazu führt, dass man gar keine Zeit hat, sich wirklich mit dem Produkt auseinanderzusetzen. Das nur mal als kleines Food for Thought für euch. Und jetzt geht's wirklich los mit dem Video. So, ihr Lieben, ich habe euch jetzt näher rangeholt. Es ist fast schon unangenehm nah dran, aber macht ja Sinn für eine Lidschatten-Review. Und anfangen möchte ich mit der Day-Palette. Ich werde eine Palette auf einem Auge, die andere auf dem anderen benutzen.
Welche will ich denn auf welchen benutzen? Hätte man sich auch vorher überlegen können, ne? Nö! Also die Day-Palette werde ich auf dem rechten Auge benutzen und die Holy-Palette werde ich auf dem linken Auge benutzen. Wenn ihr euch fragt, ob ich mein Leben mittlerweile im Griff habe, nein, meine Pinsel sind ungewaschen, mein Haus ist unaufgeräumt, meine Rechnungen sind nicht bezahlt, es läuft bei mir. Anfangen als Transition Shade möchte ich mit Nebula, das ist dieser grau-beige, grayische Ton hier unten. Ich finde den super interessant, bin sehr, sehr, sehr gespannt darauf, wie der sich auf der Haut zeigt, ob der sich überhaupt auf der Haut zeigt. Ich gehe mit einem ungewaschenen, aber am Zebra abgestreiften, fluffigen Pinsel von BH Cosmetic rein. Es gibt ein bisschen Kickback im Pfännchen, könnt ihr das erkennen? Finde ich jetzt nicht schlimm. Als Base habe ich wie immer einfach nur meinen Concealer auf dem Augenlid, als auch unter dem Auge natürlich. Und unter dem Auge ist er gesettet und über dem Augenlid nicht. Die Farbe sieht man tatsächlich nicht so doll, aber als Transition Shade ist die sehr gut aufzutragen. Ich versuche jetzt mal das aufzubauen. Der Pinsel ist auch sehr fluffig, dementsprechend wird das Pigment auch ganz gut verteilt. Lässt sich aber auch gut ausblenden. Ich glaube, hier kann man das besser sehen, wie die Farbe dann bei mir aussieht. Ich wollte gerade automatisch auf das Auge auch gehen. Nee, anderer Look auf der Seite. Als zweite Farbe nehme ich Sandstorm, der hier unten ist. Auch auf einen fluffigen Pinsel. Dieser ist von Zoeva und blende den etwas darunter, mehr Richtung Crease. Den kann man auf jeden Fall schon besser sehen. Auch der hat ein ganz kleines bisschen Kickback in dem Fännchen. Das finde ich aber, wie gesagt, nicht schlimm. Der lässt sich wunderbar aufbauen, auch auf dem Transition Shade. Manchmal habe ich dann das Problem, wenn man einen anderen Transition Shade darunter hat, dass die gerade die hellen Farben sich nicht mehr so gut aufbauen lassen, weil die Base ja nicht mehr sticky ist. Das geht aber hier bei dem sehr gut. Hat ja in ihrem Video auch gesagt, dass sie tendenziell lieber Farben mag, die sich etwas leichter aufbauen lassen, weil sie selber lieber die Kontrolle darüber hat, wie viel Pigment das abgibt. Auch wenn natürlich so ein Pigment mit mega Punch halt auch ganz cool ist, aber da muss ich ihr zustimmen, finde ich auch besser. Gerade bei diesen Transition Shades und dafür ist es ja extra gedacht. Erinnert mich auch ein bisschen an einen Shade aus der Tati Palette. Das ist Soothe hier unten. Ich halte die mal eben nebeneinander. Ist mir gerade so aufgefallen, das ist einer meiner liebsten Shades. So richtig everyday, also ein bisschen anders sehen sie schon noch aus. Aber deswegen gefällt er mir, glaube ich, auch besonders gut. Als nächstes möchte ich reingehen mit der Farbe Earth. Das ist der dunkle Braunton hier oben. Auch mit einem kleinen Blending Brush. Der ist von Luisa und Luvia Cosmetics. Und ja, da merkt man direkt, dunkleres Braun, Pigment ist da. Aber das lässt sich halt richtig effortless verblenden. Und ich habe auch ganz kleines bisschen, aber nicht doll Fallout. Und der liegt da auch ganz locker. Ich werde das Ganze so ein bisschen smoked out nach hinten machen, weil ich hier vorhabe, einen dramatischen Look zu machen. Und der wird zwar komplett blau und dementsprechend sowieso unterschiedlich, aber was schaut's. Nur um einmal kurz den Test zu machen mit dem Fallout. Ja, komplett weg. Sehr schön. Ich werde das Braun jetzt noch etwas aufbauen, damit es noch etwas dunkler wird. Ich möchte nämlich mit dem ganz dunkelgrünen Ton unter das Auge nachher gehen. Ich habe zuerst überlegt, ob ich das Peach dafür benutze, weil ich das wunderschön finde, Smile. Aber ich glaube, dann sieht man immer so ein bisschen krank aus, wenn man so rot unter dem Auge hat. Das gefällt mir von der Performance her erstmal sehr gut. Warum mache ich so, da ist noch gar nichts. Gefällt mir auf jeden Fall erstmal sehr gut. Schön. Unter dem Auge, wie schon gesagt, möchte ich Promise benutzen, das dunkle Wald, um das möglichst präzise unter der Augenlinie reinzukriegen, benutze ich einen flachen, wie so einen Concealer-Brush quasi, um hier unter dem Auge lang gehen zu können. Oh, holla! Das Grün ist auf jeden Fall sofort da. So präzise, wie ich das wollte, hat das nicht funktioniert, aber dann wird es halt wieder ein Smoky Eye. Und ich habe gerade beschlossen, ich möchte mit dem Grün auch hier hochgehen, um das Ganze ein bisschen mehr zu verbinden und gehe da mit einem Zoeva-Brush rein, der auch zum Blenden geeignet ist, aber auch ein bisschen mehr gebündelt ist als die anderen Blending-Brushes, die ich vorher benutzt habe. Auch hier in dem Fähnchen ganz, ganz minimales Kickback. Aber ich meine, wenn man in halt Puder geht und da so drin rumfuhrwerkt, dann ist das wohl auch relativ normal. Der trägt sich jetzt leider, wenn ich ihn auf die anderen Farben drauf mache, da sind ja jetzt mittlerweile drei, trägt er sich leider, wenn ich versuche, ihn zu verblenden, etwas ab. Das heißt, ausdunkeln funktioniert, aber nicht so gut
wie ich das eigentlich vorhatte. Ihr könnt sehen, der Unterschied zwischen hier unten und hier oben. Und klar, auf dem Blending Brush ist das Pigment nicht so stark gebündelt wie auf einem Packing Brush. Wird auch ein bisschen wegverblendet manchmal. Aber das lässt sich leider nicht mehr so gut aufbauen. Liegt auch daran, dass die Base nicht so sticky ist. Aber das finde ich sehr schade, weil ich das Grün echt wunderschön finde. Ja, wenn ich hier jetzt an der Seite so nochmal rübergehe, könnt ihr das sehen, dann nimmt sich das Pigment wieder weg. Also das Grün verschwindet dann und dann bleibt nur so ein bisschen so ein Fleck über. Ich versuche das nochmal mit dem Packing Brush, ob das besser funktioniert, wenn ich es nicht verblende. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht so geworden, wie ich das wollte. Das sieht hier, hier ist auch so eine kleine Demarcation Line, wo ich vorher keinen anderen Shadow drunter hatte. Man sieht hier jetzt so einen dunklen Fleck an meinem Finger auch. Also die Farbe an sich super schön. Von der Farbe tatsächlich her, aber leider nicht gut aufbaubar auf den anderen. Vielleicht auch einfach, weil die Base halt nicht mehr nass ist, aber das muss ich auf jeden Fall noch kurz dazu gesagt haben. Benutze jetzt nochmal Sandstorm, um unten auszublenden. Das hat jetzt von dem Pigment nicht so viel weggenommen, wie es andersrum der Fall gewesen wäre, aber ein bisschen ist das dunkle Grün tatsächlich nicht mehr so intensiv wie vorher. Trotzdem etwas, das man bei dieser Farbe auf jeden Fall beachten sollte. Wäre vielleicht dementsprechend etwas besser, wenn man diese Farbe gerne intensiv auf dem Auge haben möchte, dass man zuerst das dunkle Grün benutzt, das Pigment richtig aufbaut und dann ausblendet, weil man dann im Nachgang die Farbe erhalten kann. Das machen viele Make-up-Artists auch so und auch viele Leute, die Artistry-Looks machen, die fangen mit der dunkelsten Farbe an. Ich mache das mal so, je nachdem. Wenn ich Farben neu nicht kenne, dann benutze ich immer erst die Transition Shade, um halt zu gucken, ob das halt auch da drauf hält und so weiter. Für das ganze Augenlid benutze ich jetzt erst die Farbe Cry und dann die Farbe Mondays, von der alle richtig schwärmen. Und das kann ich auch verstehen, allein schon wie die hier in der Pan aussieht. Ich glaube, das wird richtig toll. Den kann man ja auch über andere Töne drüber machen. Ich habe auch zuerst überlegt, ob ich Rain aufs ganze Augenlid mache, aber ich mache auf der anderen Seite ja noch einen blauen Look. Und dann gucken wir mal, wie das zusammen aussieht. Oh, Cry fühlt sich sehr schön an und trägt sich problemlos, ohne Fallout, einfach ganz entspannt auf dem Lid aus. Das ist eine sehr schöne, sehr, ich finde, subtil schimmernde Reflex. Und ich finde, das passt sowohl zu dem Grün als auch zu dem Braun sehr gut zusammen. Also finde ich auch gut zusammengestellt. Okay, das ist richtig verrückt. Also die Textur ist richtig krass. Sowas habe ich, glaube ich, noch nie in der Hand gehabt. Ich habe die Glitter Shades von der Tati Palette und so weiter, die fühlen sich gröber an als das hier. Bin mal gespannt, ob es Glitter Fallout gibt und vor allen Dingen auch, wie das auf der Farbe Cry aussieht. Wow. Okay, ich muss es jetzt leider über das ganze Lid geben, weil wie geil ist diese Farbe. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera erkennen kann. Wundert mich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Und man kann die auch noch aufbauen. Das heißt, umso öfter man rüber geht, desto doller baut sich auch der Glanz aus. Krass. Finde ich sehr schön. Ich finde, der passt halt auch zu dem Dunkelgrün als auch zu den braunen Farben sehr gut dazu und macht halt ein richtiges Kavam. Das Einzige, was man wirklich beachten muss, also Glitter Fallout ist da. Als Inner Corner Highlight als auch als Browbone Highlight benutze ich. Also auf jeden Fall soll der etwas nicht so krass, so popping Inner Corner Highlight sein, aber ich finde das auch völlig in Ordnung. Dafür ist Mondays halt da. Und als Browbone Highlight benutze ich sowieso nicht so gerne Sachen, die so extrem beamy sind. Dafür benutze ich lieber richtigen Highlighter auf den Wangen und so weiter. Ich finde aber, dass das ein sehr schönes Highlight ist für unter der Augenbraue. Und da ich weiß, dass in der Holy Palette kein Ton ist, der als Browbone Highlight geeignet ist, benutze ich den auf dieser Seite auch noch. Ich sprühe jetzt den Ton Day, den Inner Corner Highlight Ton, nochmal an, um zu gucken, was man da rausholen kann. Ja, also wenn der angesprüht so aussieht, dann kann man sich auf jeden Fall darüber nicht beschweren. Das ist jetzt das erste Auge und der fertige Look mit der Day Palette. Was ich jetzt noch ausprobieren möchte, ist den Farbton Smile möchte ich gerne benutzen. Und dann habe ich auch 8 von 9 Tönen insgesamt benutzt. Finde ich ganz gut. Der soll nämlich als Rouge auch sehr schön aussehen. Und ich finde, das ist ein schönes, abgetöntes Peachy Rosé. Oha, pigmentiert natürlich. Da hätte ich ein bisschen vorsichtiger reingehen müssen. Ist ja natürlich auch ein Lidschatten und kein Rouge. Aber eine sehr schöne Farbe, gefällt mir gut. Und jetzt kommen wir zur zweiten Palette, und zwar der Holy Palette. Diese gucke ich jetzt schon etwas länger an und weiß noch nicht so genau, was ich machen soll, weil ich finde alle Farben interessant und alles schön und denke mir, das kann man mit dem kombinieren und das auch mit dem, aber kann man das und das kombinieren? Deswegen werde ich jetzt anfangen mit Venenum, dem gelben Ton, mit einem kleinen Blendepinsel von BH Cosmetics.
Hat hatte extra dazu gesagt, dass dieser hier auch zum Aufbauen geeignet ist, aber nicht mega knall, bam, boom, bam sein soll. Das finde ich ein bisschen schade, weil ein geiler gelber Lidschatten so makes my day and makes my heart sing. Es lässt sich, wie gesagt, aufbauen. Ich glaube, die Kamera gibt das gerade leider nicht so gut wieder, wie das im Real Life aussieht. Was aber halt schade ist, ist, dass es zum Beispiel nicht deckend genug ist, um hier habe ich eine Ader, um das zum Beispiel komplett abzudecken. Dafür ist natürlich auch eigentlich der Concealer zuständig. Der hat heute wohl nicht so gut gearbeitet. Sonst lässt sie sich aber sehr gut ausblenden. Als nächstes möchte ich Inferno benutzen. Das ist der rote. Der ist zwar nicht komplett matt, sondern hat so leichte Sparkles. Da gehe ich mit einem Blending-Pinsel rein von Zoeva. Ich gehe jetzt erstmal sehr vorsichtig drüber. Hätte aber gedacht, dass der deckender ist, ehrlich gesagt. Aber auch den kann man sehr gut aufbauen. Was ganz cool ist, dass man den so aufbauen kann, denn dann kann man selber ein bisschen bestimmen, wie hart man die Farbintensität haben will. Und wenn man ihn jetzt so weiter aufgebaut hat, könnt ihr das sehen, dann hat er auch eine gute Deckkraft. Ich nehme jetzt noch den kleinen Blending Brush von BH Cosmetics und werde in die Farbe Terra gehen und das so dazwischen setzen, um zu gucken, ob ich die beiden vielleicht noch ein bisschen besser ineinander geblendet bekomme, weil aktuell ist mir das noch ein bisschen zu hart. Und auch um zu schauen, ob die gleichen Probleme wie auf dem anderen Auge mit dem Grün hier beim Verblenden der Farben eventuell entsteht. Das hat ganz gut funktioniert. Wie man sieht, hat das Rot jetzt allerdings etwas an Intensität verloren. Das ist aber relativ normal. Und werde mir das Rot jetzt nochmal wieder zur Intensität aufbauen, wie ich das vorher hatte. Beim Rot jetzt wieder aufbauen, sieht man allerdings, dass es sich an den Stellen etwas nicht so stark aufbauen lässt, auf der ich jetzt schon die anderen Shades habe, genauso wie bei dem Grün hier. Jetzt möchte ich in Venom reingehen, in den lila Ton hier. Da gehe ich mit einem sehr festgebundenen Blending-Pinsel rein, um sehr präzise zu sein. Der hat ziemlich viel Kickback, mehr als die anderen in den Fännchen. Die anderen, zum Beispiel das Gelb, gar nicht. Da ist das Pigment sofort da. Krass. Und Fallout hat diese Farbe auch. Meistens ist es so, wenn die sehr viel Kickback haben im Fännchen, dann liegt das daran, dass die relativ trocken sind. Und dann kann man auch davon ausgehen, dass man Fallout hat, wie man das hier zum Beispiel sehen kann. Aber das ist so eine schöne Farbe. Gefällt mir wirklich, wirklich, wirklich gut und lässt sich hier auch problemlos über dem Rot benutzen. Und auch das wird dunkler. Finde ich sehr, sehr gut. Hat halt nicht das gleiche Problem wie das Grün hier. Da hatte ich gerade ein bisschen Angst vor. Hier auf der Innenseite meiner Nase hat das gerade mit dem Wegwischen nicht so gut geklappt. Muss da gleich nochmal wieder ein bisschen Puder drunter machen. Ich werde Venom jetzt auch unterm Auge benutzen. Ich wollte zuerst Eyecore benutzen. Aber ich glaube, ich finde es schöner, wenn ich das hier benutze. Die beiden anderen Blautöne benutze ich aber gleich auf dem Lid. Zum Ausblenden unterm Auge benutze ich das Grau. Mit einem ganz kleinen Fluffy Brush. Ich finde die Farbe so cool. Also ich hätte es lieber mit den anderen Farben ausgeblendet, wie dieses Sunset Eye unten drunter nochmal. Aber ich will so viele Farben wie möglich ausprobieren. Und ich finde es mega geil. Ich glaube, ich habe noch nie in einer Palette so ein Grau gesehen oder überhaupt ein Grau. Also in diese Richtung. Und da muss ich einfach echt mal sagen, Hut ab. Das ist ziemlich geil, sich sowas auszudenken bzw. auch umzusetzen. Und das Grau und das Lila zusammen finde ich sehr, sehr geil. Huh, und jetzt kommen wir zur Masterkategorie, nämlich Heaven und Holy. Ich glaube, das wird ziemlich geil. Da freue ich mich schon drauf. Ich benutze als erstes Heaven. Ihr kennt das von mir. Ich benutze Sparkly Shades, Shimmer Shades und so weiter. Auch Glitter immer mit den Fingern. Oha. Ich finde, das ist ein unglaublich schöner Shade. Vor allen Dingen auch mit diesem Lila zusammen. Gefällt mir sehr gut. Davon gebe ich ein bisschen jetzt auch noch unten hin. Blöd gucken ist ganz wichtig dabei. Erinnert mich ein bisschen tatsächlich. Nicht von der Konsistenz, also nicht von der Textur, aber von dem, wie es sich gerade verteilt, als auch wie viel Glitter-Fallout ich habe. An Mondays tatsächlich, obwohl die Pigmente, also die kleinen Glitterteile, deutlich feiner sind, aber hat auch so ein bisschen diesen Effekt. Besser kann ich es nicht beschreiben, sorry. Und dann gehen wir jetzt noch in Holy und verteilen das hier an den Inner Corner. Ist ähnlich wie Heaven, aber geht halt anstatt in eine blaue Richtung, wie ich jetzt gedacht habe, weil also ich finde, das sieht sehr babyblau aus. Sieht das auf dem Auge jetzt gerade mehr so mintigrün quasi aus? Und auch die beiden kann man super aufbauen. Auf sich selbst sozusagen. Und die Intensität dann erhöhen, wenn man möchte.
Jetzt haben wir hier noch Faith, den ich eigentlich in den Inner Corner machen wollte, aber ich glaube, der ist ein bisschen zu dunkel dafür. Aber der würde halt hier noch gut hinpassen. Ja, dann probieren wir den einfach auf dem anderen Auge aus, was soll's. Finde ich, macht nochmal einen sehr schönen Übergang. Hat halt nicht so diesen Duochrome-Effekt wie Mondays, aber passt sehr gut zu diesem Auge. Also haben wir den auch noch ausprobiert. Der einzige Ton, den ich jetzt nicht ausprobiert habe, war dieser Blauton. Ich weiß, der interessiert euch, aber viele andere haben dazu schon eine Review gemacht. Dementsprechend werdet ihr bestimmt jemanden finden, der das auch gemacht hat. Ich werde mir jetzt Mascara und Lashes aufkleben und dann werde ich euch meine Final Thoughts dazu geben. So, Lashes, Mascara, Liner und Lippen sind drauf. Liner couldn't be more uneven, aber dafür hat man eine fette Lash, damit man das nicht mehr sieht. Leider sieht man auch den Lump dadurch nicht mehr so gut. Insgesamt kann ich jetzt noch sehen, dass noch etwas mehr Glitter-Fallout dazu gekommen ist. Das habe ich gerade noch einmal kurz weggewischt. Kommen wir jetzt aber zu meinen Final Thoughts, also zum Fazit. Muss man diese beiden Paletten haben? Muss man überhaupt irgendwas haben, ist da die andere Frage. Ich bin froh, dass ich sie ausprobieren konnte und ich finde auch, dass die Looks schön geworden sind. Ich würde eine Empfehlung aussprechen, auf jeden Fall für die Holy Palette, weil ich finde, dass die sehr gut performt hat, sehr schöne Shades hat und auch mal was Ausgefalleneres ist. Die Day Palette habe ich schon einige Shades von in anderen Paletten und auch in besserer Qualität. Ich fand es sehr schade, dass dieses Waldgrün nicht so gut funktioniert hat beim Aufbauen auf diesem Auge. Also über anderen Shades hat das nicht so gut funktioniert. Für mich wäre es jetzt noch interessant zu sehen, ob ich mit anderen Marken, wenn ich die benutze, das Grün darüber aufbauen könnte. Dafür habe ich aber heute keine Zeit mehr. Ich drehe nämlich schon seit 2 Stunden dieses Video. Love that for me. In dieser Palette finde ich am interessantesten den Ton Mondays. Ich glaube, das hat bisher jeder in seinen Reviews gesagt. Wäre der Ton, für den ich diese Palette, glaube ich, am meisten rausholen würde. Wie oft ich den allerdings benutzen würde, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Für mich wäre es ein Pass bei der Day-Palette und ein Buy für die Holy-Palette, auch wenn ich nicht genau wüsste, wie oft ich die tatsächlich benutzen würde. Aber die hat einfach spezielle Farben und eine spezielle Textur, glaube ich, zu der ich eher zurückgreifen würde. Vor allen Dingen die Blautöne finde ich super, super schön und gefällt mir sehr, sehr gut, wie das alles hier zusammengekommen ist. Man kann damit also auch einen sehr schönen Sunset-Look damit machen. Generell möchte ich einfach noch mal kurz dazu sagen, dass ich finde, dass es wichtig ist, dass Dinge nicht immer so außerhalb ihrer Relation gesehen werden. Ich kann verstehen, dass einige traurig sind, wenn sie bestimmte Produkte gerade von ihren Lieblings-YouTubern nicht bekommen können. Ich finde es auch schade, dass ich die beiden Paletten nicht habe. Denke mir aber auch, mein Leben geht davon nicht zu Ende und die Welt geht auch nicht unter. Ich weiß, dass ihr eure YouTuber unterstützen möchtet und dass gerade Schüler und Studentinnen und so weiter eher weniger Geld haben, das ist bei mir ja auch der Fall, und dass man deswegen nicht einfach mal so 104 Euro für 2 Paletten investieren kann. Das geht mir genauso, ist aber auch etwas, von dem ich sagen muss, dann ist das eben so. Und ich glaube, es wäre gut, wenn wir generell Dinge mit ein bisschen mehr Gelassenheit sehen würden. Ich habe jetzt zum Beispiel auch die Jeffree Star Collection bestellt, allerdings nicht für mich selber, sondern für 2 andere Personen, weil ich irgendwie immer mehr Glück habe dabei, diese Sachen zu bestellen. Das hat zum Glück auch funktioniert. Und ich muss sagen, dass ich diese Collection ja zum Beispiel auch nicht kaufen werde. Vielleicht leihe ich sie mir mal aus, wenn Julina sie hat, oder von meiner Freundin, für die ich die mitbestellt habe, um die auszuprobieren. Ist aber auch nichts, was ich unbedingt in meiner Collection haben muss. Und das geht mir mit fast allen meinen Paletten so. Nicht, weil die weniger gut sind von der Qualität, sondern weil ich vielleicht auch einfach mittlerweile ein bisschen mehr darüber nachdenke, worin investiere ich mein Geld, wie viel davon benutze ich tatsächlich, also wie oft realistisch würde ich diese Palette rausholen oder halt auch diese Palette rausholen, um sie tatsächlich zu benutzen, außer halt für ein Video oder wenn ich halt einen wirklich extravaganten Look machen möchte, was ich normalerweise auch nicht mache, wenn ich zum Beispiel ausgehe oder irgendwas, sondern auch da greife ich eher zu meinen Soft Glam, manchmal so Sparkly Glitters, aber auch da nehme ich eigentlich eher das, was ich sowieso schon zu Hause habe. Mein abschließendes Fazit ist also, es ist schön, wenn man die Paletten hat, aber die Welt geht nicht unter, wenn man sie nicht hat. Kritik sollte konstruktiv geäußert werden, das habe ich jetzt auch schon mehrfach gesagt und ich kann mir vorstellen, dass gerade meine Community das auch absolut so sieht. Deswegen freue ich mich auf eure Kommentare dazu und eure Gedanken dazu. Lasst uns super gerne in den Kommentaren in Austausch gehen darüber, was ich noch zu dem Thema gesagt habe, was Kritik angeht und was Hattie als Person angeht und so weiter. Wenn ihr dazu Lust habt, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und jetzt werde ich noch ein paar Fotos schießen für Instagram und auch eine Story machen. Da kriegt ihr schon mal einen kleinen Sneak Peek.
Und dann setze ich mich auch schon ans Editieren. Ich glaube, das wird ein richtiges Mammutprojekt. Aber ich freue mich trotzdem drauf. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr mir zugehört habt. Vielen Dank auch für alle, die Verständnis für Hattie und ihre Situation mitgebracht haben. Und ich hoffe, euch geht's gut und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye!